Und ich habe noch 30 Sekunden. Das gibt mir Zeit, zum Schluss noch Sie richtig in Wochenendlaune zu bringen. Ich freue mich darüber, dass das Amt für Verfassungsschutz gerade eine sehr schöne Klatsche bekommen hat. Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die AfD nichts als als Verdachtsfall geführt werden darf. Und damit hat das Treiben auch ein Ende gefunden eines Verfassungsschutzpräsidenten, der jetzt wirklich hier unlautere Methoden angewendet hat und diese Entscheidung einfach über die Presse durchgestochen hat. Das durfte er nicht. Das Gericht hat entschieden, die Judikative ist regelrecht der Exekutive über das Mundwerk gefahren. Und das ist gut so. Eine gute Entscheidung des Gerichtes, eine gute Entscheidung für die Demokratie. Vielen Dank, Herr Kollege.